Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Dead Age. So, weiter geht's mit dem Lesen. Erschöpft wachst du auf und blickst in das hübsche Gesicht von Trish, die sich mitfühlendem Blick auf die Bettkante gesetzt hat. Sie umarmt dich tröstend, doch du wehrst jegliche Versuche ab, über deinen Verlust zu reden. Jetzt willst du im Camp helfen. Ragnar, wir brauchen neue Waffen. Sprich mich in der Bar an, wenn du mehr wissen willst. Warum? Achso. Der Sheriff hat einen neuen... Oh, Alter, ist das laut. Der Sheriff hat einen neuen Überlebenden gefunden. Sie war in Eile und erholt sich gerade außerhalb des Camp. Irgendetwas an ihr ist seltsam. Lass uns gemeinsam außerhalb des Camps treffen, dann besprechen wir das. Ich dachte, wir wollten sie über Waffen unterhalten. Tag 1, Reisen, Option, warte mal. Ich mach hier mal ein bisschen leiser, so. Okay, was haben wir hier? Händler, Jobs. Schmied. Munition der Qualitätsstufe 1 kann gecraftet werden. 5-1, 3-1, was heißt das? Oh, ich habe Punkte, kann das sein? Ich habe 7 Punkte, gut. Machen wir 1 auf, 2 auf Sturmgewehr, 1 auf Sanitäter. Yep. Survival. Erhöhte kritische Treffer von 2. Ja. Gut. Wachsamkeit kann auch nicht schaden. Erhöhte Blockchance von 2. Einen haben wir noch. Dann haben wir noch Medizin. Erhöhte Resistenz von 3. Gut. Nehme ich. Übernehmen. Gut. Das war das. Ja. Herausforderung. Töte 3 Bosse. Bosse gibt's ja auch, okay. Töte 3 Cheerleader. Okay. Töte 10 Cheerleader. Oh Gott. Oh Gott. Töte 10 Wüter. Den Wüter. Überlebe 3 Wellenkämpfe. Okay, ich denke mal, das machen wir alles automatisch. Was ist das hier? Die haben wir abgeschlossen. Okay. Ach Gott, jeder Charakter hat... Okay. Punkbedrohung. Okay. Werden wir nicht nur durch Zombies angegriffen, sondern auch durch Punks. Auch nicht schlecht. Trish hatte es eilig. Du solltest sie nicht warten lassen und zum Campgelände gehen, sonst könnte das zu Ärger führen. Okay. Dann machen wir das doch glatt. Als du das Campgelände betrittst, wirst du mit einem großen Chaos überrascht. Dexter mag es nicht gerne sehen, wenn sein Mädchen einfach davonläuft. Sind das diese Punks? Ja. Steht ja auch da. Und was kümmert es dich? Das sind private Angelegenheiten zwischen mir und Dexter. Ich brauche eine Pause für mich. Und deshalb hast du dir direkt neue Freunde gesucht, hä? Das kannst du vergessen. Entweder du kommst mit oder wir zwingen dich dazu. Nur über meine Leiche. Sie ist jetzt Teil unserer Gemeinschaft. Lauft weg oder ihr seid erledigt. Wir haben unsere Befehle. Sie sind in der Überzahl. Nutzt daher unbedingt meine Fähigkeiten.
Okay, wir machen erstmal. Bam. Weißt du Bescheid? Von mir kriegst du den. Dann kriegst du nochmal. Kriegst du nochmal eine Schrotflinte. Junge! Die halten ganz schön was aus. So, Moment. Ich muss hier echt. Also die Musik ist wirklich abartig. Man kann die nicht ganz ausmachen. Gut, geht nicht. Okay, dann denke mal, der erste wird gleich down sein. Wie bitte? Ich will unbedingt Munition sparen. Geht doch. Du Loser. Okay. Brennendes Halbe brauche ich noch nicht. So macht man das. Nochmal Nahkampf hier. Oh, noch ein. Dann müsste das gewesen sein, oder? Nee. Reicht nicht. Nehmen wir lieber die Schroti. Oder ich warte mal noch. Alter. Aber jetzt bist du fällig. Welle 2 von 3. Sparen wir uns jetzt ein paar Punkte zusammen und dann kriegen wir das schon hin nachher. Und effektiv, okay. Ach du großer Gott. Ach je. Gut, Herausforderung erfüllt. Mal sehen, was wir näher dafür kriegen. Pistole. Wird mir einen Schuss abgeben hier. Oh, oh. Kriegst du davon noch eine? Ja, ja. Den Rest machen wir im Nahkampf. Mhm. Ach, das gibt's doch nicht. Ärgerlich. Ich dachte, das hat gereicht. Welle 3 von 3. Ich bin übrigens Ragnar. Ah, so. Ah, das sind verdammt viele. Und wer ist überhaupt dieser Dexter? Ich bin übrigens Ragnar. Schön, dich kennenzulernen, Ragnar. Dexter ist mein eifersüchtiger Ex-Freund und dummerweise auch der Anführer der Punks. Mhm. Gut. Na klar, hat er den Schuss geblockt. So was Schwachsinniges. Was heißt das? Was soll das Auge? Mit dem Schlangenschuh tritt der Frontkämpfer eine ganze Gruppe. Es besteht eine Chance auf K.O. Zusätzlich kann er bei Nahkampfattacken mit Wachsamkeit. Wachsames Auge reagieren. Ah, warte mal. Wachsamer Instinkt. Schlag nach Nahkampfattacke zurück. Ah, also er kontert, der Hund. Gut. Machen wir das mal so.
Ih, was sind das? Na gut. Komm. Bam. Ich habe ein Level up. Und wieder 7 Punkte. Das ist ganz schön viel, was man hier kriegt. Diese Punks sind erledigt. Wir sollten darüber reden. Jennifer, werden Sie wiederkommen? Dexter wird keine Ruhe geben. Diese Punks sind erbarmungslos. Ich werde euch aber dabei helfen, sie uns vom Leib zu halten, wenn ihr mich lasst. Wie konntest du denn so jemanden als Freund haben? Verstehe jemand die Frauen? Tja, da könnt ihr jetzt gerne die Wahrheit erfahren. Ich bin ein Cop und arbeite undercover. Praktischerweise hat sich der Boss der Bande direkt in mich verliebt. Nehme das nicht übel, Süße, aber deine Geschichte ist schwer zu glauben. Schaut mich an. Meine Kleidung hier ist die Marke und mein Ausweis. Hatte ich alles im Wald versteckt und mir zurückgeholt. Okay, das sind überzeugende Argumente. Schön, dass du jetzt dabei bist, Jennifer. Ich fürchte, wir brauchen eine Pause. Wir sehen uns später. Trophäe, Überlebende Jennifer. Zusammenfassung des Tages. Funde Nahrung 0, Materialien 6, Werkzeuge 1, Gegenstände erschaffen 0, erjagte Nahrung 0, verbrauchte Nahrung 3, Material bla bla 0. Ein stattlich aussehender Mann fährt in das Camp und möchte ein Geschäft mit euch machen. Okay. Wer zur Hölle bist du? Er verlangt ein Werkzeug und bietet dafür etwas an. Medikit, verfügbare Werkzeuge 5. Machen wir. Ihr nehmt den hilfreichen Gegenstand erfreut an euch und vollzieht den Tausch. Der Tag bricht an. Die Überlebenden regenerieren 20% ihrer Lebenspunkte. Ach, so läuft das. Als du dich von dem Angriff der Punks erholt hast, blickst du in die kühlen Augen der Polizistin. Danke für deine Hilfe, Ragnar. Ich hoffe, wir werden ein gutes Team sein. Die Punks sind gerissen und harte Typen. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass sie uns nicht überrennen. Als hätten wir mit diesen Untoten nicht schon genug Probleme. Also gut, dann lass uns sehen, was wir heute zusammen erledigen können. Boah, ey, du bist hier nur vorlesen. Ich hoffe, du hast dich eingelebt, Ragnar. Noch ist das Camp sicher, aber ich habe das miese Gefühl, dass es nicht dabei bleiben wird. Ich werde dich warnen, sobald sich an der Lage etwas ändert. Ja, vielen Dank. Wenn du Überlebende findest, solltest du dich um sie kümmern. Du kannst ihnen einen Job zuweisen, aber dazu benötigen sie auch die entsprechenden Jobskills. Ah ja. Oje, 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 oje. Kleidung, Wächter. Was geht hier? Was? Gehen gleich Tage drauf, ey. What the fuck? Handwerk, ein auf Survival. Ja, übernehmen. Einen Job annehmen. Büchsenmacher. Es können Waffen der Qualität 1 und 2 gecraftet werden. Job-Einsatz. Aha. Ausrüster.
Jogginghose. Da fehlt mir was. Was ist das hier? Klopapier oder was? Oh, what? Scheiße. Aber direkt nur einen Job ausfällt, ist der Tag sofort. Ja, machen wir das mal. Oh, wir brauchen Nahrung. Wir sollten... Oh. Ragnar, unser Camp hat nicht mehr genug... Ja, weiß ich! Nahrung! Jeder Überlebende des Camps verbraucht eine Nahrungsration am Tag. Hungrige Überlebende verlieren Lebensenergie pro Tag. Geht daher jagen oder besucht tagsüber den Wald, der als gute Futterquelle dient. Okay. Oh. Hey Ragnar, ich glaube, der Händler hat gerade nach dir gefragt und wollte etwas von dir. Ich sagte, er kann in der Bar auf dich warten. Wir müssen aber erstmal Waldtagsüber. Untote und gefährliche Wölfe bevölkern den einst idyllischen Ort. Häufige Funde, Nahrung, Materialien, Patronenhülsen. Ach gut, für den Typ in der Bar habe ich noch 5 Tage Zeit. Okay, gehen wir erstmal Nahrung suchen. Der Highway schlängelt sich weiter durch die Wälder im Westen. Häufige Funde, medizinische Komponenten, alte Kleidungsstücke, alte Waffenteile. Highway nachts, Wald nachts. Aha. Aha. Wir gehen jagen. Oder sowas ähnliches. Puh. Wow. Hey, hab ich jetzt... Ach so, ich dachte, wir sind mittendrin statt nur dabei. Achso, muss ich jetzt noch irgendwas... Angriff, genau, achso. Gegner, untoter Wolf, Dunkelwolf, ach du Scheiße. Gut, machen wir das. Ach ey. Na klar, der Wolf blockt meinen Schuss. Jotta, 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 jotta. Da hast du. Wir finden jetzt nur, was das heißt. Na egal. Es bringt gar nichts, Nahkampf. Klar blockst du das. Wir haben jetzt ernsthaft nur ein Softdrink gefunden. Die Gruppe erreicht einen verlassenen Campingplatz. Der ideale Ort, um Snacks, Nahrung oder Ausrüstung zu finden. Ach so. Lager plündern natürlich.
trotzdem keine Nahrung gekriegt. Ach, geht weiter. Ach, es geht weiter. Ach, du großer Gott. Gut, Leute, ich mache hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder zur nächsten Folge Dead Age. Bis dann. Ciao, ciao.